Gut, hallo. Ich möchte euch heute das Spiel La Boca ein bisschen in Bewegung auch vorstellen. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Spiel, deswegen bietet sich das auch an. Ich habe hier schon mal alle Steine bereitgelegt, die dicken Holzklötze. Der rote ist nur für den erschwerten Schwierigkeitsgrad. Hier sind die Karten, die ja in dem Beitrag auch schon vorgestellt worden sind. Davon werde ich jetzt eine aussuchen und mit Hilfe meiner Freundin zusammen das aufbauen. Ich nehme einfach mal erstmal ein einfaches. Wir können ja einfach zwei Beispiele machen. Das wäre dieses Beispiel. Stecke das hier rein. Jeder hat seine Ansicht. Ich drücke die Uhr. Und los geht's. Wichtig ist, dass alle Steine verbaut werden, bis auf diesen roten halt. Und wir versuchen das jetzt hier erstmal zu bauen. Wie gesagt, alle Steine müssen rein. Ja, ich muss den blauen irgendwie noch unterkriegen. Den schwarzen hat er. Können wir den blauen? Wichtig ist, dass auch keine Hohlräume entstehen. Also, genau. Alle Steine sind verbaut, es ist nichts überbaut. Ich kontrolliere noch mal kurz die Ansicht. Drück mal kurz auf Stopp, weil es scheint nämlich richtig zu sein. So wird es von meiner Seite aussehen. So von der anderen. Das war jetzt ein relativ einfaches Beispiel. Ich werde gleich noch mal ein schwierigeres nehmen. Wir sehen, dass es stimmt. Wir haben jetzt die 44 Sekunden gebraucht. Das wäre hier in dem Feld 5. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Und jeder Spieler würde 5 Punkte bekommen. Dann würde jetzt wieder abgeräumt werden. Die Partner würden getauscht werden. Es wird eine neue Karte ausgesucht. Ich nehme jetzt einfach gleich mal die schwierige Version davon. Die sieht jetzt so aus von der einen Seite. Steckt die hier rein und es geht wieder los. Das ist das, was ich sehe. Brauchst du den Orange? Den brauche ich hier. Mhm. Ja? Ja. Den braunen brauche ich. Ja, kannst du den da irgendwie zwischenlegen? Schieb den mal ganz durch. Genau, so wird das jetzt bei mir aussehen. Wir stoppen wieder die Zeit. Wir haben jetzt 35 Sekunden. Das wären jetzt, auf meiner Seite ist es nicht, auf deiner Seite ist es 6. 6 Punkte wären das jetzt. Jeder würde 6 Punkte kriegen. Dann würden wieder die Partner getauscht werden und so weiter. Also ich kann das Beispiel ja nochmal zeigen, das ist jetzt schon ein bisschen komplexer. Ihr seht, ein einfach schnelles Bauspiel, was aber auch ein bisschen Absprache erfordert. Ja, das ist das Spiel La Boca.